Yo Leute und herzlich willkommen zum neuen Video. Und heute ein paar Fakten über die ganzen Geschäfte. Amazon haben wir ja das Logo von A bis N, also Amazon der Name, und bei diesen ist natürlich das A, Z bezogen, das ist ein Smiley, nein, das ist kein Smiley, Leute, das geht nur darum, weil man dort alles kaufen kann. Bei dem Ferrari Pferd, das ist das Logo, das zeigt ja ein Pferd, und das ist der Buchstabe SF, und das steht für Sundera Ferrari, das ist ein Begriff aus dem Autorennsport. Ursprünglich wird Ferrari aus dem Flugzeugpiloten Francesco Baranga. Nach dem Sieg verkaufte er das an Ferrari. Wikipedia, das war 2001 online gegangen. Und der Betreiber funktioniert in Wikipedia von der Schirm. Logo der Organisation zeigt die Weltkugel, die aus Puzzleteilen besteht, auf denen die verschiedensten Buchstaben stehen. Und das fehlende Puzzlestück zeigt, dass das Logo vermittelt mehrsprachige Etymologie stetig weiterentwickelt. Pinterest ist eine Plattform, wo man sich austauschen kann mit verschiedenen Sachen. Und bei Pinterest soll das Logo aber lediglich eine Stecknadel darstellen. Bei dem Android-Menschen auf einen Außerirdischen gehend. Aber die vermuten natürlich, dass sich jeder um einen Roboter und nicht um einen Außerirdischen handelt. Der Roboter ist ein Symbol eines kleinen Mädchens. Und das Mac-Logo sollte den Brüsten nachempfunden werden. Der Blick soll bei potenziellen Kunden Erinnerungen an ihre frühere Kindheit hervorrufen, dadurch den Hunger erzeugen. Hersteller Lacoste war natürlich auch ein Hersteller, das ist natürlich von dem René Lacoste, dass Lacoste wie ein Krokodil gekämpft habe. Fortan galt die Le Crocodile als der Spitzname von René Lacoste, als er später das bekannteste Modeunternehmen Lacoste gründete, nahm er deshalb das Krokodil als Firmenlogo. Jetzt Metro Goldwyn Mayer. Die einen oder anderen kennen ja das Ganze wahrscheinlich. Doch dieses Logo, wo ihr immer wieder seht in den Filmen, ist lediglich ein Fake. Der Löwe wurde ganz einfach nur festgebunden und dann hat er einfach nur da reingebrüllt. Also es ist ein ledigliches Fake-Bild und das Originale stammt von Leo, dem Löwen, im Jahr 1957. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, checkt einfach mal die anderen Kanäle ab. Checkt mal Bruder seinen Kanal. Bis zum nächsten Mal, Leute, und vielen Dank für die ganzen anderen Abos. Ciao.